Hallihallo, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play KOK 2 mit mir, Tim, wie Istroff. Lass uns weitermachen hier im Höhlenwesendorf, was so gut wie geschafft ist. Jetzt müssen wir nur noch die Goldgobo-Tür betreten. Die betreten wir jetzt. Wir haben ja alle 5 Goldgobos. Und Höhlenwesen-Stamm-Geheimhöhle. Yes. Mal sehen, wie das hier ausfällt. Ich habe so das Gefühl, das wird eine richtig heftige Höhle. Also wir haben hier auf jeden Fall sehr viele... sehr viele Hindernisse auszuweichen und... ich habe jetzt tatsächlich... KOK hat tatsächlich diesen einen Kristall jetzt nicht bekommen. Puh, die Reise ist lang. Ah. Ich kann nichts sehen. Die Fahrbahn ist nicht gut zu erkennen. Oh, Leute, ich glaube, es wird einfach eine riesig lange Achterbahnfahrt. Ach, jetzt sind wir ja wieder hier. Hier waren wir doch schon einmal. Ach ja, okay, wir müssen also ein paar Abzweigungen nehmen. Es geht, ja. Ah, das ist sowas wie ein Labyrinth dann. Nee, Quatsch, nicht Labyrinth, also. Also wir fahren mit Sicherheit die ganze Zeit, das ganze Level über mit diesem Gefährt, aber. Ja, nee, nix, aber. Aber am Ende, doch, am Ende des Levels ist bestimmt dann die Strecke zu Ende. Und wir sind schon wieder hier. Hier waren wir doch gerade eben schon. Ja, gut. Wir sind wieder hier. Gut, okay. Aber guck mal, dieser Kristall, das ist doch wohl lächerlich. Da komme ich doch gar nicht ran. Oder ist da... oder kann ich da wirklich doch irgendwie ran? Wenn ich kurz... nur für einen Moment wieder anders. Ah ne, warte mal, hier war ich doch schon. Ih, nein. Das war die falsche Richtung. Ja, ich will. Ich kann. Also diesen Kristall kann ich nicht unbeschadet aufheben, habe ich die Vermutung. Hm, okay. Aber guck mal, wir haben schon 60 Kristalle, also. Anscheinend haben wir es ja wahrscheinlich gleich schon. So, jetzt wird nochmal nach oben gefahren. Ach Mist, ich habe schon wieder den Kristall verpasst. Ha, naja, passiert. Die lachen sich einen ab, die Dantinis, so als Zuschauer. Also, wir bleiben jetzt hier. Und hier. Ja, lach nur, solange du noch kannst. Oh. Wo landen wir hier nur? War das der richtige Weg? Ach, wir können wieder... oh! Warte mal. Nee, das Feuer ist aus. Okay. Okay, wir haben also gerade mal eine kurz... das war falsch, okay. Soweit habe ich es verstanden, aber... okay, gut. Gut, machen wir es normal, weil das Puzzlestück haben wir ja jetzt noch nicht. Das ist ja mal interessant. Das Level gefällt mir. Wie passend. Okay, aber ich kenne zumindest jetzt den Weg. Wir kriegen jetzt wahrscheinlich nicht so viele Kristalle wie vorher, aber wir haben ja schon eine Menge bekommen.
Aber jetzt weiß ich nicht mehr, wo bin ich denn gerade eben abgebogen. Ich glaube, ich bin... Da fahren wir hin, jetzt. Ich hoffe, das ist einfach nicht nur eine sinnlose Kreisfahrt. Also hier muss jetzt definitiv was Neues kommen, weil sonst weiß ich nicht weiter. Oh ja. Ja, hier sieht's ganz anders aus. Oh. Ah ja, Endstation. Totalo. Aber nicht den Gong schlagen. Das Puzzlestück ist noch nicht in unserem Besitz. Aber hinter dem Gong ist da... Nee, hinter dem Gong ist nichts. Also kein Schlüssel oder sowas. Ah, da ist es, das Puzzlestück. Ja, okay. Jetzt haben wir es. Oh, diese Geheimhöhle, die gefällt mir wirklich, wirklich sehr gut. Okay, lassen wir das Puzzlestück ansehen. 3 haben wir und hier hängt es. Hier fliegt es. Ja, es hängt nicht, es fliegt. Okay, und wie aus dem Nichts fühlt sich das an, als hätten... wie aus dem Nichts haben wir wieder so viele Kristalle. So fühlt sich das zumindest an. Und jetzt... Jetzt gehen wir aber zu Tiefpreis Pete, der geht und... Der bringt uns mit Sicherheit wieder zu einem neuen Ort, Laden von Tiefpreis Pete. Nun, Krok, es scheint so, als ob du leicht Freundschaften schließt. Der König war überaus beeindruckt. Du meine Güte, wir müssen einen Weg finden, dich nach Hause zu bringen. Lieber, verehrter Freund, ich denke, du solltest die Inka-Gobos aufsuchen. Sie sind äußerst weise und weit herumgekommen. Sie wissen, wie du wieder heil nach Hause gelangen kannst. Ich, Tiefpreis Pete, bringe dich dorthin. Inka-Dorf, okay. Das ist das 4. Dorf und es ist auch das 3. Dorf. Es wird sich noch herausstellen, es wird sich schnell herausstellen. Hallo, du da, wer bist du? Denn ich bin Krok. Ich suche nach meinen verschollenen Eltern. Nun, der Erfinder kann vielleicht helfen, wenn wir ihn nur finden könnten. Er ist verschwunden. Oh, okay, er ist verschwunden. Das ist natürlich unschön. Der Erfinder, aber das haben wir ja in der Intro-Sequenz gesehen. Der Erfinder, der von den Dantinis gefangen genommen wurde. Also noch bevor wir ein neues Spiel angetippt haben. Und jetzt, ja, sorry, das war nur so ein Speichersound. Zufällig generierter Speichersound. Ich hoffe, das erschreckt euch nicht allzu sehr. So, jetzt kaufe ich erst nochmal was. Ich kaufe mir nochmal, glaube ich, einen Herzkrug. Gegenstand kaufen, dann haben wir schon mal 8. Ja, das nehme ich. Und ich glaube noch ein Aufzieh-Gobbo. Dies ist mein Freund in unserer Spitzen-Aufzieh-Gobbo, kostet nur 50 Kristalle. Ja, das nehme ich. Dann noch ein... Ich glaube noch einen roten. Ja, das nehme ich. Und jetzt noch einen gelben. Ja gut, ich muss den Text ja nicht immer wieder lesen. Ja, das nehme ich. Okay, dann können wir wieder raus. So, wir haben jetzt 8 Trefferpunkte. Das Maximale ist 9. Wenn wir noch einen kaufen, dann haben wir es. Inka-Dorf. Das sagen auch die Leute. Nirgendwo ist Tiefpreis Pete anscheinend kein komischer Kerl. So, das Inka-Dorf, das ist etwas, wisst ihr, das ist so ein Ort, wo ich mich selbst gerne niederlassen will. Ja.
das würde ich einfach mal so sagen, weil es einfach so schön ruhig ist. Es sind nicht viele Einwohner und es ist einfach so ein heiliger Ort. Und hier... Ja. Hier mit den weisen Leuten zu sein, das ist schön. Ja. So, der Tempel muss ich erst noch öffnen. Da kommt noch was. Aber... Ja. Hier... Das ist die Goldgobo-Tür, ja. Auch hier gibt es wieder ein Goldgobo, aber... Ein großer Unterschied zu den vorherigen Dörfern ist, dass es hier nur 2 Levels gibt und nicht 4. Moment. Wir Inka-Gobos sind ein altes Volk. Uns gibt es schon seit langem. Mhm. Okay, dann komme ich mal kurz zu dir. Ich möchte Limonade trinken und rülpsen. Ich bin der Champion. Mal sehen, ob du länger rülpsen kannst als ich. Drück die X-Taste, so oft du Limonade trinken kannst. So oft du, ja. Und dann rülps. Auf die Plätze. Los. Also. Was für ein Rülpser. Du bist der Beste! Nimm diese Preise! Oh, wie cool! Schön. Frohes Limonade trinken. Okay. Was machen wir denn als erstes hier? Ich glaube, ich widme mich erstmal diesem Level. Das müsste hier sein. Ja, und das ist ein... Ehrlich gesagt, ist das so ein Level, was mich irgendwie traurig macht, aber... Ja... Einfach nur die Tatsache, was da passiert mit, ja, mit, seht ihr das? Mit einem, ja, Moment, wir reden jetzt mal mit dir. Tantinis haben Gobo-Babys entführt. Suche sie und bringe sie zurück in die Laufstelle. Aber pass auf, dass sie nicht schreien. Keine Panik, ich kümmere mich um die Babys. So, jetzt gehen die Tantinis schon an irgendwelche Babys ran. Also, hallo, was ist denn das für eine Kacke? Rette 30 Gobo-Babys. Okay. Ja, wir müssen jetzt wirklich die Babys retten. Die, von den Tantinis irgendwie ständig, ja. Ständig mit denen sie sogar hin und her werfen. Alter, was sind das für kranke Wesen, wirklich jetzt mal. Oh, ich würde dich ja wirklich ungern schmeißen. Ja, also das ist eigentlich auch blöd. Ja. Ja, das macht man nicht mit Babys ganz nebenbei mal. Also Leute, ich hoffe doch, dass ihr so intelligent seid, dass man ein Baby mit sehr höchster... Mit sanften Händen anfasst, okay? Moment. Baby... ja, hier. So, jetzt kümmere ich mich schnell um das andere Baby. Ha, erwischt. Gut. Es sind insgesamt 30 Babys. Menschenskinder. Die klingen niedlich. Ja. Nebenbei sollten wir wieder auch Ausschau halten nach den... Oh! Hey! Was? Also wir sollten auch Ausschau halten nach den bunten Kristallen. Mensch. Keine Panik, ich komme gleich. Wie viele Babys passen denn in so einen Zwinger rein? Bitte nicht weinen, bitte nicht. Bitte nicht weinen. Oh, seht ihr, Leute, das macht mich selbst irgendwie traurig, wenn ich sehe, dass so ein Baby einfach so weint, dann muss ich selbst weinen. Und das ist eigentlich ein Grund, warum ich das Level nicht gerne mache. Aber, ja. Und auch ein Baby im Käfig, also ich krieg mich. Also, das gibt's noch nicht. Was machen die hier nur mit den Babys? Sind die vollkommen krank oder was? Na
Ah ja, gut. Hopp, hopp, hopp. Ha, das ist aber eine schlechte Nachmache von dir. Naja, gut. Das ist das, der typische Näh-Näh-Näh-Näh-Schrei von einem Babyklauer und ein Drachenei-Klauer macht ein anderes Näh-Näh-Näh-Näh. Ja, wenn ihr wisst, wovon ich spreche, aber ja. Babys, 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 wo seid ihr? Oh. Hey, was machst du da? Okay, gut. Wir bräuchten mal wieder einen neuen Käfig. Da! Genau. So ein Babyzwinger. Das ist aber auch so ein Scheißwort. Also so ein blödes Wort ist das, Babyzwinger. Oder wie nennt man das? Fällt mir gerade nicht ein. Aber die sind echt niedlich, diese kleinen knuffigen Gobos. Ja, du auch noch, komm. Moment. So. Jetzt tue ich dich zu deinen Geschwisterchen, ne? Oder zu deinen Freunden. Und kein Dantini kommt mehr zu euch. Ne? Alles ist in Ordnung. Also ich weiß jetzt zwar nicht, ob die jetzt diese beiden Dantinis jetzt Babysitter gemacht haben oder ob sie einfach nur... Oder ob es... Keine Ahnung. Ob es jetzt gut war oder schlecht war, was sie gemacht haben. Oh, 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 oh. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, und jetzt noch hier, wenn da noch was reinpasst. Wenn da was reinpasst. Okay. Na, wo sind denn die nächsten? Oh. Wie war das? Okay, also wahrscheinlich sammeln wir hier mehrere Schlüssel ein. Wir haben schon mal unseren ersten bunten Kristall, das ist gut. Aber... Ui, ja. Hui! Nochmal, nochmal! Das hätte ich mit Sicherheit jetzt gleich gesagt, ja. Witzig. Irgendwie ist das Level auch witzig. Komme ich da irgendwie rauf? Nee, scheint nicht so, aber... Es ist aber auch gar nichts hier oben, ne? Kann man da irgendwie rein? Hui, komm schon, komm schon. Wo ist das Baby? Gut, da. Da gibt es noch einen nächsten, noch einen Babyzwinger oder sowas. Da, ja, da ist einer. Komm. Ja, du hast auch noch ein Baby bei dir, oder? Nee. Hast du nicht, okay. Jetzt schießen die schon mit was ganz anderem. Nicht mit einer Gabel, sondern mit einer richtigen Kanone. Oh. Bunter Kristall. Sehr gut. Es ist ja aber auch kein weiteres Baby irgendwie. Hä? Was? Ah ne, ich habe keins eingesammelt, okay. Na, lässt du wohl das Kind los? Das Kind will zu seinen Eltern. Und du bist bestimmt nicht die Mama. Oder der Papa.
Komme ich da irgendwie rauf? Nö, anscheinend nicht. So, aber mit Sicherheit kommt man da noch irgendwie rauf. Kein Butterkristall in der Nähe, okay. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, ich verirre mich so langsam. Okay. Jetzt einmal rein. Und wo sind die nächsten? Hier ist noch eins. Komm. Oh. Ich rede auch schon in dieser Babystimme. Oh, wie süß. Ja. Oder so. Okay, die Hälfte der Babys hätten wir schon mal gerettet. Was gut ist. Komm, komm. Ja, okay. Was für ein... Weiß ich nicht. Was für ein Abenteuer. Oh, da ist ja noch eins. Komm. Baby, du kommst auch hier zu deinen Freunden. Okay, dann... Sekunde. Ah, wa? Das werdet ihr lassen. Okay, Leute, ich glaube... ja. Wenn ich jetzt auf die Zeit gucke, dann... sollte ich vielleicht erstmal wieder eine Pause machen. Und dann sehen wir uns mit Sicherheit... das nächste Mal dann wieder, wenn wir alle restlichen Babys dann retten vor den Dantinis. Na? Okay, liebe Leute, lasst es euch bis zum nächsten Part sehr, sehr gut gehen. Ne? Kümmert euch auch immer schön um eure Kinder. Und zwar sehr liebevoll, im Gegensatz zu diesen Dantinis. Und bleibt immer stets gesund, optimistisch und ihr selbst. Und macht euch eine schöne Zeit, baut euch eine schöne Zukunft auf. Und bis zum nächsten Mal, euer TMWS-Driver und ciao, ciao. Ja, was wohl da unten ist. Nächster Part. Tschüss.